Frage mich. Nur zu Testhalber. Nein. Wie ihr wollt. Ja, gut. Natürlich. Sofort. Ja, Milord. Kavallerie hinterher. So soll es sein. Das haben wir gleich. Deponieren wir eine Kanone Jawohl. Für Sichtzwecke. Achtung. Gleich macht es. Ups. Ups, das war zu heftig. Die Brücke ist leider zerstört. Jack Daniels. Konntest du nicht aufpassen. Wenn du eine hier in Zelle weniger hättest, wärst du ein Stein. Huch, das hat aber gescheppert. Und dein Kumpel hat zu einem Befluss seine... Sprengfähigkeit auch noch verloren. Pilgrim. Ja, natürlich. Was nun? Wie komme ich über die Schlucht? Tja, Schätzchen, jetzt brauchst du professionelle Hilfe. Hier in der Nähe befindet sich ein Sägewerk. Da gibt es Bauholz und vielleicht ein paar Arbeitskräfte. Der Sägewerkbetreiber heißt Lumberjack. Such ihn auf und gib ihm einen Bussi von mir. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Und hast du Lumberjack aufgesucht? Wie? Wie nein? Besuch ihn und gib mir einen Bussi von mir. Er kann dir beim Brückenbau helfen. Hier hält er sich auf und wartet auf Kundschaft. Wir gehen ja schon. So soll es sein. Ja, Milord. Bild dieses Dorfzentrum. Du musst Lumberjack sein. Man hat mir gesagt, du könntest mir helfen, eine Brücke zu bauen. Hat euch das Dodo gesagt? Und was sollt ihr mir noch ausrichten? Ich soll dir einen Bussi von ihm geben. Nein, bitte nicht. Ich werde euch auch so helfen. Dafür brauche ich aber Bauholz. Wie viel? 1000 Holz und 500 Pfund Sterlinge für meine Spezialisten. Schaut im Attributmenü. Vorsicht! Haltet euch und eure Leute von der Baustelle fern. Herr, man hat euch mit einer neuen Aufgabe betraut. Endlich habt ihr das Material und das Geld geliefert. Meine Leute sind bereits nach hier unterwegs. Die Arbeiter bereiten die Baustelle vor. Bitte zurücktreten. Langsam vollendet sich das Werk der Brückenbauer. Bald ist es soweit. Willi, Schatz, das hast du gut gemacht. Aber hüte dich vor den bösen Jungs. Die sind mächtig sauer. Wir haben schwere Kavallerie und Helden. Wir werden fein sein. Da kommen sie auch schon. Los geht's. Jawohl, Herr. Sofort. Lenk sie mal nach hinten ab. Euer Dorf wird angegriffen. Wenn ihr meint, das haben so. Wir gleich. Erik, mach die Reiter stärker. Viel Spaß. Ja, ist gut. Jawohl! Macht sie nieder. Es ist. Baut zwei Türme auf. Oder erstmal einen. Ein Turm ist erstmal schon hilfreich. Und dann lassen wir die schwere Kavallerie hier erstmal ein bisschen wüten. Okay, Pilgrim ist natürlich da umgeklappt. Ein typischer Pilgrim-Manier. Jawohl. Reiter, brecht mal durch. Ja, ja, Milord. Sofort, wie ihr wünscht. Sofort, ja, Milord. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Seid unbesorgt. Ich tue mein Bestes. Das kann ich. Jawohl. Gern. Jawohl.
wie ihr wünscht. Angriff! Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Verreckt! Wie ihr wollt. Natürlich. Ja! Ja. Jawohl. Ergreift sie! Ein bisschen weiter zurückfallen lassen und jetzt überwältigt sie. Dafür sind wir genau die Richtigen. Bis in den Tod. Das kann ich. Ich will den angreifen, aber irgendwie kriege ich keinen Angriffs-Icon. Da. Lachtet sie. Feinde greifen ihn an. Ja, Milord. Ja. Erik ist kampfunfähig. März. Angriff! Für Ruhm so. Und Ehre. Schwere Reiter verstehen da nicht so viel Spaß. Ausbau vollbracht. Wo seid ihr jetzt hergekommen? Ja. Nein, wirklich. Ist der Turm hier hinten jetzt feindlich geworden? Wird angegriffen. Dafür sind wir genau die Richtigen. Setzt mir auch gerne noch einen zweiten Turm dahin. Ja, es ist Zeit. Ja, Herr, seid unbesorgt. So, Reiter kommt bald zurück. Ja, ja, mein Herr. Ausbau vollbracht. Wir haben Verlust erlitten. Ja! Seid unbesorgt. Auf in den Kampf! Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Ja, Herr. Auf in den Kampf. Macht sie nieder. So. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Die sind von irgendwo hier hinten gekommen. Wahrscheinlich aus der Höhle oder so. Hebt unsere Helden mal auf. Wir bleiben hier. Oh nein, die haben unsere Schwertkämpfer getötet. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Macht sie nieder. Wie ihr wünscht. In Ordnung. Ja. Ja. Ihr könnt euch darum kümmern. Ihr könnt hier runtergehen. Für Ruhm und Ehre. Ich tue mein Bestes. Die Reiter sollten eigentlich keine Schwierigkeiten haben, damit fertig zu werden. Wir werden sie. Wir können kurz mal die Garnison reparieren. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ich zeige euch. Die sind nicht von der Richtung. Okay, die kommen von da hinten. Gut. Eure Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ausbau fertig. Wie ihr wünscht. Das ist sehr gut. Jawohl. Das bedeutet, wir haben hier letzten Endes eine Reitertrainingseinrichtung. Die Reiter können locker einen Trupp nach dem nächsten wegsensen. Wird gemacht. Lehrt sie das Fürchten. Wir kommen aus dem Turm da hinten, schätze ich, der feindlich geworden sein wird. Aber unsere schweren Reiter haben einfach nur Spaß mit. Macht sie nieder! So soll es sein. So. Nur Mut! Wir werden siegen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Und wenn wir sie auf 5 Sterne hochkriegen sollen. Was ist falsch mit euch manchmal? Attacke! Und sollten wir sie auf 5 Sterne hochkriegen, werden die sich sehr, sehr gut machen, glaube ich. Fertig, Meister. Ihr werdet angegriffen. Ich tue mein Bestes. Das kann ich. Sofort. Ja! Attacke! So, wir können ein bisschen beschleunigen, wenn die hier einfach einen Trupp nach dem nächsten wegschlachten. Haltet die Augen offen. Okay, wir haben Verlust erlitten. Einmal ein bisschen zurückfallen lassen. Zahltag. Männer
gehen auf Patrouille. Ihr könnt kurz mal hinter der Brücke so zwei Türme aufsetzen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt feiern? So. Feinde greifen euch an. Jawohl. Bewacht das Gebiet. Fertig, Meister. So soll es sein. Dafür sind wir genau die Richtigen. Wird gemacht. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Jawohl. Dafür Nein, warum sind nicht alle Trupps genau beisammen? Wir kümmern uns darum. Ich tue mein Bestes. Haltet die Augen offen. Baut die aus. Wir kümmern uns darum. Männer, wir gehen auf Patrouille. Ausbau vollbracht. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Wenn die Türme als Kanonentürme stehen, können wir uns kurz zurückfallen lassen. Okay, Jawohl. Zurück. Dafür Auffrischen. Sind wir genau die Richtigen. Das Gebäude ist ausgebaut. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich könnte schwören, ich habe so. Gerade eine Elf. Und wieder rein. Dort oben im Bau. Wie ihr befehlt, dafür sind wir genau die Richtigen. Für Ruhm und Ehre. Männer. Und je mehr Sterne sie sammeln, desto schwieriger wird es für die Feinde, unser Schwert, unser Reiter natürlich zu töten. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ihr werdet angegriffen. Es ist also nicht so einfach, 5 Sterne Reiter zu bekommen und ich möchte sie gerne behalten. Das heißt, die werden nicht auf irgendwelche Selbstmordangriffe geschickt. Sofort, das kann ich. Bewacht das Gebiet. So. Sofort. Warum seid ihr manchmal nicht zusammen? Ihr werdet angegriffen. Eure Arbeiter bezahlen ihr. Wir haben einen 5-Sterne-Trupp und 2 4-Sterne-Trupps. Die werden das schnell aufwerten können. Kriegen meine Jungs und ich. Okay, alles 3 5-Sterne-Trupps. Alles klar. Ja. Kurz zurückziehen. Euer auffrischen. Ist mir Befehl. Kunchi, sag mir, was hier so ist. Als Kunchi 5. Nichts ist da. Helden, kommt mal runter. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Bau. Ja, Milord. Jawohl. Lassen wir die Feinde mal machen. Und holen sie den Turm. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Einer eurer Helden wird angegriffen. Pilgrim liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Wie ihr befehlt. Wie ihr befehlt. So, kein Turm, nichts aus der Höhle. Wie ihr befehlt. Gern. Die Türme hier haben das aufgeräumt. Einmal zurück. Jetzt haben wir eine Situation. Und die Situation ist hier drüben die Sache. Außerdem würde ich liebend gerne auf Ablästenschützen hochforschen. Es ist Zahltag. Einfach nur, damit wir es haben. Daniels Inn. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Oh, wir haben noch nicht die Alchemisten durchgeforscht, aber wir können den Wetterwechsel sowieso nicht forschen. So, das forschen wir direkt zur Armbrust und zur Abeläste hoch. Denn wir werden wahrscheinlich einen einzigen Abelästenschützen ausbilden. Zumindest bis wir ein Dorfzentrum bekommen können. Denn wir haben hier unten ein paar Ballistertürme, die ich von denen ich nicht glaube, dass sie... Der hier zum Beispiel ist im Nahkampf nie im Leben erreichbar. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Da kommen wir nicht ran. Das heißt, wir brauchen einen Abelästenmann. Als Gruppe 2. Der kann dazu die Informationen wieder aufzufüllen. In eurer Stadt ist kein Platz mehr ich für weiß. Unsere Siedler. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ein schöner Ort, um tätig zu sein. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Und dann ziehen wir den mal her und der soll sich um die Türme kümmern. Formieren! Zahltag. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen.
Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ergreift sie! Da wir beschleunigen können, dauert es nicht zu lange. Aber insgesamt wäre es ansonsten wirklich viel zu lang. Unsere Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ausbau abgeschlossen. Wir könnten das in ein paar Türme verteilen, damit das Gebiet in unserer Sichtweite bleibt. Ausbau vollbracht. Seid unbesorgt. Bis in den Tod. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. So. So soll es sein. Wie ihr befehlt. Ja, halt. Lehrt sie das Fürchten. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Sicher das. Sofort. So soll es sein. So. Jawohl. Der Tag der Abrechnung. Waren diese bösen Buben? Steuern und Sold. Seht durch mein Fernglas. Wie sauber erscheint der Rest der Straße. Ja, für euch doch immer. Für euch doch immer. Seht durch mein Fernglas. Haben wir Minen. Verschüttete Minen teilweise. Schaut in die Ferne. Ich zeige der Feind hat schwere Kavallerie, der Feind hat da vorne ein Dorfzentrum. Und das wollen wir natürlich haben. In Ordnung. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung und habe Holz gefällt. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Jawohl. So, die Sache, dass da schwere Reiter mit dabei sind, die auch ein paar Sterne haben, ist jetzt nicht so angenehm, weil schwere Reiter stark gegen schwere Reiter sind. Lass mir die Helden vorausgehen, damit die den Schaden auf sich ziehen. Das kann ich. Wie ihr wünscht. Ja! Jawohl, jawohl. Wir erledigen das. Wie ihr befehlt. Wir kümmern uns darum. Ja! In Ordnung. Wie ihr befehlt. So soll es sein. Lass mir Pilgrim vorausgehen. Wenn der umkippt, ist es kein Verlust. Ich kann mich genau daran erinnern, dass Dario früher immer diese rosa Kleidchen trug. Und er sah so süß darin aus. Hier darf nicht gebaut werden. Will dieses Dorfzentrum. Habt ihr mal frei. Natürlich. Natürlich. Jawohl. Ja, war klar. Siedlungsplatz Jawohl. Zu verkaufen. Kaufe ich. Wollt ihr diesen schönen Siedlungsplatz käuflich erwerben? Ja. Ich bin der zukünftige König. Warum sollte ich bezahlen, was mir irgendwann sowieso gehört? Noch seid ihr es nicht. Ich warte auf eure Antwort. Wie viel muss ich bezahlen? Schaut in das Tributmenü. Dort könnt ihr den Vertrag abschließen. Gib mir das Dorfzentrum. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Der Tag der okay, das sind endlose Spawner. Steuern und Sold. 1000 Gold, gib her. Die Überweisung ist meinem Konto gut geschrieben worden. Der Siedlungsplatz gehört euch. Während er im Schatten verschwindet. Leibis, jetzt, sofort. Bringt es mir. Dafür sind wir genau die Richtigen. Jawohl. Wird gemacht. Gerne. Sieht durch so, wo kommen die denn überhaupt her? Ich zeige euch den Weg. Schaut in die Ferne. Ein Held ist in große Gefahr. Oder vielmehr, wie weit dürfen wir vorstoßen? So soll es sein. Fertig, Meister. Hier vorne scheint sinnvoll zu sein, dass wir da Fuß fassen können. Sofort. Angriff. Sicher das. Ausbau vollbracht. Ist in Ordnung. Es ist Zahltag. Da. Natürlich. Sieht her. Das kann ich. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich und da. Habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. So, Gruppe 1 können wir vollständig halten. Lichtung. Habe Holz gefällt. Wie soll ich mich konzentrieren? Und sogar noch weiter vervollständigen. Gruppe 1 kriegt noch mehr schwere Reiter.
Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Jawohl. Gruppe 2 kann sich hinten hin zurückfallen lassen. Gehen wir auf 3 Trupps Obelisten schützen. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Fertig. Vergesst es. So. Gruppe 0. Burg. Gruppe 9 kann wieder existieren. Achtung! Nur Mut! Wir werden siegen! Ihr werdet angegriffen. Mit Vergnügen. So. Wie ihr wollt. Wie ihr wünscht. Ja. Ja, mein Herr. Achtung! Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich kämpft hier hinten. Fertig. Wir erledigen das. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So, und lasst die Feinde möglichst lange latschen, um wieder zu uns zu kommen. Für euch doch immer. Gerne. Hey, geh dahin. Ausbau vollbracht. Seht her. Schaut in die Ferne. Seht durch mein Fernglas. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Ja, das kann ich. Das kann ich. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wie ihr wünscht. Da hinten haben wir einen weiteren Wächter. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja. Wie ihr befehlt, bewacht das Gebiet. Ausbau vollbracht. Jawohl, für euch doch immer. Schaut in die Ferne. Seht her. Natürlich. Für euch doch immer. Mit Vergnügen. Schaut in die Ferne. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Ja, Milord. Ja, ja. Ich zeige euch den Weg. Ich zeige euch den Weg. Unsere Reiterei darf inzwischen ein bisschen weiter toben. Das ist in Ordnung. Wir lassen die gerade einfach mal machen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ich könnte ist ein bisschen fürs Trainieren. Ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Wird gemacht. Jawohl. Ich tue mein Bestes. Sofort. Angriff. Ihr werdet angegriffen. Dafür sind wir genau die Richtigen. Tötet die Reiter zuerst. Wir werden siegen. Wenn ihr in dem Dilemma seid, wen ihr angreifen sollt, greift die Reiter zuerst an. Ja. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Haltet die Augen offen. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Gehen wir auf 6 Trupps hoch. Wir erledigen das. Wie ihr wünscht. In Ordnung. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Ja, mein so, viel Spaß da hinten. Hört ein paar Ballistenschützen aufzuleveln. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Männer, wir gehen auf Patrouille. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ich tue mein Bestes. In Ordnung. Jawohl. Nur Mut. Wir werden siegen. Jawohl. Stopp. Ja, Herr. Halt. Ihr werdet angegriffen. Wie ihr befehlt. Jawohl. Ihr könnt euch da hinten setzen und da einfach weiter turnen. Gruppe 0. Ihr könnt da hinten einen Stall hinsetzen, damit die Reiter nicht so weit zurückpassen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So. Das lassen wir jetzt einfach ein bisschen geschehen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Dann könnt ihr mal ganz kurz hier hingehen und das Dorfzentrum mit ein paar Türmen versehen. Ich möchte nämlich, dass das Teil unbedingt sicher bleibt. Steuern und Sold werden gezahlt.
Ich hab getan, was ihr wolltet. Fertig. Gut. Fertig. Ach ja, apropos Büchsenmacher, ist der schon durch? Ja. Abgeschlossen. Sabotage würde ich gerne mal forschen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ausbau abgeschlossen. Ihr okay, die scheinen alle ihre 5 Sterne erreicht zu haben. Lasst mich bitte meine Arbeit Fast machen. Alle. Ich mach das schon. Wie ihr wünscht. Ich tue mein Bestes. Ja, kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Es ist Zahltag. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Halt, ja. Dafür. Was ist falsch mit euch, Reiter? Genau die Richtigen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Männer, wir gehen auf Patrouille. Gut. Punchy, kannst du mir kurz mal sagen, eure Arbeit bevor wir irgendwo anders hingucken? Was du mit dem Turm auf sich hat. Für euch doch immer. Nein, ja, warum rennst du da lang, wenn du hier hin möchtest? Sieht durch mein Fernglas. Da sind doch irgendwo so Ballistertürme dran, nicht wahr? Einer. Sieht her. Können wir an den dran? Angriff! Dafür sind wir genau die Richtigen. Wir bleiben hier. Ihr werdet angegriffen. Zahltag. Haltet die Augen offen, wie ihr wollt. Angriff! Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ja, wenn ihr meint. Was machen die Reiter da? Ja, ja, mein Herr. Ja, zu viel Beschleunigung, zu viel Schub. Nur Mut. Wir werden siegen. Das Gebäude. Gut, zurück. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Direkt zurück, holt Pilgrim wieder hoch. Auf in den Kampf. Da habe ich zu viel Schub gegeben. Hoppla. Kein Problem. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Einer eurer Helden wird angegriffen. Ja, natürlich. Ich wollte an sich nur ein bisschen trainieren lassen, damit die Reiter auch alle auf 5 Sterne hochkommen. Und dann sind die Leute ein bisschen ausgerastet. Ich mach das schon. Seid unbesorgt. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Wir erledigen das. Auf in den Kampf. Ja! Gut. Auf in die Schlacht! Für Ruhm und Ehre. Ja, auf in den Kampf. Ein bisschen beschleunigen. Gern, macht sie nieder. Fertig. Lehrt sie das Fürchten. Ich wollte deswegen nur den Ballisteturm loswerden, damit die Reiter hier direkt kämpfen können. Wir gehen auf Patrouille. Das kann ich. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Macht sie nieder. Stopp. Attacke. Männer, wir gehen auf Patrouille. Für Ruhm und Ehre. Okay, das sind aber so wieder Auffülltrupps. Deswegen rennen die da hinten das so rum. Für Ruhm und Ehre. Attacke. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Also könnt ihr bitte die Reiter loswerden? Die tun ganz schön weh. Wird gemacht. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Mit Beschleunigung in der Kämpfe ist es halt erbärmlich. Das merken wir. Ich tue mein Bestes. Ja, nur Mut. Wir werden siegen. Lasset die Furcht von euch abfallen und kämpft! Vor allem gegen schwere Reiter. Wenn es nur Schwerter wären, dann könnten unsere Reiter wirklich Spaß haben. Nur Mut! Macht bitte die Motte weg. Siegen. Attacke! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ich tue mein Bestes. Macht den bitte weg. Ja, ja, Herr. Euer Wunsch. Ich hätte erwartet, dass sie aus dem Zelt jetzt rauskommen würden. So, räumt sie weg. Ja, Herr. Gut. Euer Wunsch ist mir. Das möchte ich auch gerne loswerden. Macht sie nieder. Wird gemacht. Kriegen meine Jungs.
Jungs und ich heute Abend frei. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Da. Zahltag. Ja. Auf in den Kampf. Macht sie nieder. Macht sie nieder. Wird gemacht. In Ordnung. Sehr schön. Ja, Herr. Damit haben wir erstmal einen guten Start hingelegt, denke ich. Wir sollten das speichern und ich lege an dem Punkt eine kleine Pause ein. Gut, soweit so gut, liebe Gemeinde. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Zuerst mal können wir kurz mal schauen. 26 Gebäude zerstört, keines verloren. 1432 Leute erledigt, 91 verloren. Der hauptsächliche Verlust war halt bei dem ersten Zusammentreffen, wo wir viele Kurzschwertkämpfer gegen Kurzschwertkämpfer haben kämpfen lassen und entsprechend stark waren unsere Verluste. Ansonsten hält sich das ganz gut in Grenzen. Bislang. Wie lange das so bleiben wird, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, euch allen sehr viel Spaß und Cheerio!